Ich möchte mal ein bisschen was erzählen über luzide Träume. Das Thema wurde schon vor einigen Jahren, glaube ich, kann man mittlerweile sagen, im Wiki angeboten. Und als ich erfahren habe, dass das Angebot quasi still zurückgezogen wurde, dachte ich, da kann ich doch mal einspringen. Der Vortrag ist über luzide Träume. Hier ist ein Symbolbild, wie ein Pony realisiert, dass es sich gerade im Traum befindet. Der Vortrag enthält erstmal eine allgemeine Beschreibung über Träume, damit man Grundlage haben. Dann versuche ich zu erklären, was ein luzider Traum ist, für die es noch überhaupt nicht kennen. Gebe ein paar Beispiele, warum das interessant sein könnte, warum man sich damit beschäftigen möchte. Vielleicht einen kurzen Überblick über Induktionstechniken möchte ich geben. Das soll keine Anleitung werden, das bräuchte mindestens einen eigenen Vortrag. Bedenken und Gefahren habe ich aufgenommen, weniger weil es Gefahren gibt, sondern eher weil es von Neulingen oft Bedenken gibt, die halt geklärt werden müssen, wenn man noch keine Ahnung von dem Thema hat. Lightning Talk wird es leider nicht, also ich habe das Ganze schon so weit zusammengefasst, wie ich glaube, dass es nicht viel weiter gekürzt werden sollte. Wenn es zu lang wird, kann man auch eine Pause machen, ich hoffe mal nicht so lang. Was sind Träume erstmal? Träume sind allgemeine psychische Aktivität während des Schlafs, das heißt alle möglichen Gedanken, die man hat, während man schläft. Alles, was man eben erlebt, während man sich im Schlaf befindet. Wichtig festzustellen ist, dass jeder Mensch träumt. Es gibt viele, die behaupten, sie träumen nie oder fast nie. Das liegt aber eigentlich einfach daran, dass man sich nicht so an seine Träume erinnert. Die meisten tun das nicht, wenn sie sich nicht speziell dafür interessieren oder versuchen, sich regelmäßig an Träume zu erinnern. Das ist eben besonders einfach, Träume völlig zu vergessen, wenn man kein Interesse dafür hat. Die Wahrnehmung, um ein bisschen zu verstehen, was ein Traum eigentlich ist. Wahrnehmung funktioniert im Wachen im Prinzip so, dass zwar Sinneseindrücke basierend auf der physikalisch, ich sag mal, real existierenden Umgebung basieren, aber das Modell, die Wahrnehmung der Welt entsteht ja eigentlich erst im Gehirn. Das heißt, unterschiedliche Menschen nehmen in derselben Situation unterschiedliche Dinge wahr, einfach aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, vergangenen Erlebnisse, auch aufgrund von unterschiedlichen Glauben und so weiter. Im Traum funktioniert vieles eigentlich recht ähnlich, mit einem großen wichtigen Unterschied, dass eben nicht nur die Wahrnehmung der Welt, sondern auch die Welt selbst im Kopf entsteht. Das heißt, man ist nicht nur, man nimmt nicht nur unterschiedliche, die Welt unterschiedlich wahr, sondern die Gedanken oder die Reaktionen, die man dabei hat, können auch wiederum die Welt, die Umgebung beeinflussen und so quasi auch Feedback-Loops ergeben. Trauminhalte ersetzen sich also zusammen aus Erinnerungen, aus Erwartungen, sind sehr stark von Assoziationen gesteuert. Es gibt da ein schönes Beispiel, was ich kürzlich gelesen habe. Wenn man zum Beispiel nachts in eine dunkle Straße entlang geht und man sieht auf der anderen Straßenseite an der Wand einen Schatten, kann ich ganz beurteilen, was das ist. Dann könnte man zum Beispiel instinktiv, unbewusst den Gedanken haben, es könnte sich um eine riesige Spinne handeln. Wenn man wach ist, dann wird man und den Gedanke einigermaßen bewusst hat, wird man sofort denken, das ist unrealistisch, ist eigentlich Quatsch und sich darum keine Gedanken machen. Wenn man sich im Traum befindet, also wenn man schläft, sind vom Gehirn eben einige Areale nicht so aktiv wie im Wachen und das Beurteilungsvermögen funktioniert anders. So könnte man tatsächlich annehmen, dass es sich um eine Riesenspinne handeln könnte. Im Wachen, wenn man näher hingeht oder drauf leuchtet, könnte man sehen, es ist ein Riss in der Wand, egal ob man sich dachte, es könnte eine riesige Spinne sein oder nicht. Wenn es ein Riss im Putz ist, dann ist es ein Riss im Putz. Im Traum kann die Assoziation, es könnte sich um eine Spinne handeln, dazu führen, dass es dann auch tatsächlich da eine Riesenspinne ist und einen verfolgt zum Beispiel. Das könnte ein Anfang für einen schlechten Traum oder sogar einen Albtraum sein.
So beeinflussen eben Gedanken, auch unbewusste Gedanken und Assoziationen, das Traumerleben und das Traumgeschehen. Ganz wichtig ist, das Erleben im Traum basiert zwar auf einer Umgebung, die wir als nicht real bezeichnen, oder eine Realität, die als nicht so real angesehen wird, wie jetzt die physikalische Umgebung, die für uns alle gleich ist. Aber die Erlebnisse, die man hat, die Emotionen, die man im Traum hat, sind genauso real, wie wenn man sie im Wachen erleben würde. Was ist ein luzider Traum? Lucid Dream, das Französische versuche ich mal nicht auszusprechen, aber da kommt der Begriff immer her. Klartraum ist im Deutschen ein sehr verbreiteter Begriff, wahrscheinlich am verbreitetsten. Aber lucider Traum klingt etwas korrekter und wird auch im wissenschaftlichen Bereich eher verwendet. Seltener hört man die Begriffe bewusster Traum, Wachtraum, gesteuerter Traum, interaktiver Traum, wobei das schon etwas mehr darüber aussagt, worum es sich dabei handelt. Wenn man den Begriff Lichtertraum hört, dann schaut man wahrscheinlich gerade Star Trek in der deutschen Übersetzung. Es handelt sich dabei also um einen Traum, in dem man sich bewusst ist, dass man gerade träumt. Also man nimmt die Traumumgebung wahr, befindet sich immer noch im Traum und merkt zum Beispiel, da stimmt irgendwas nicht so. Riesenspinnen gibt es auch überhaupt nicht, das muss ein Traum sein. Das ist die einfachste Definition, man könnte das genauer definieren als ein Traum, in dem man bewusst handelt, den man bewusst beeinflusst oder steuert. Es gibt noch ganz unterschiedliche andere Kriterien, wonach luzide Träume beurteilt oder klassifiziert werden, aber das ist so als allgemeine Definition eigentlich ausreichend. Meine persönliche Definition wäre dann eine Virtual Reality Umgebung, die live vom Gehirn erstellt wird und vom Träumer bewusst gestaltet werden kann, um das Ganze einfach interessanter klingen zu lassen. Ja, die Frage ist, das nicht so ein ESO-Scheiß? Höre ich selten, aber das, nach meiner Theorie liegt das auch daran, dass Leute, die das glauben, sich dem Thema gleich abwenden und nichts damit zu tun haben wollen, das nicht interessant finden und annehmen, dass wäre so ein spirituelles ESO-Thema oder so. Meine Antwort auf die Frage ist eigentlich aus persönlicher Sicht ganz klar nein. Aber es hängt eben vom eigenen Weltbild ab. Also wenn man glaubt, dass Träume irgendwas Spirituelles sind oder Kontaktaufnahme zu Toten ermöglichen, dann wird man halt auch im luziden Traum zum Beispiel versuchen, Leute, die einem nahe gestanden haben, die gestorben sind, zu kontaktieren als Beispiel. Es gibt Leute, die das tun. Es gibt in der Klarträumer-Community auf jeden Fall ein auffallend häufiges Interesse für solche Themen, allgemein für Spirituelle, aber auch für Pseudowissenschaft und andere, die allgemein so als esoterische Themen bezeichnet werden. Aber eben, es gibt eben sehr unterschiedliche Interessen und Weltbilder, die sich sehr unterschiedliche Herangehensweise von Leuten, die sich damit beschäftigen. Geschichte ist vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen mache ich den Anfang etwas kurz. Da habe ich mich auch nicht so intensiv befasst, aber es gibt die älteste bekannte Erwähnung des Phänomens, ist von Aristoteles, also aus dem 4. Jahrhundert vor Christus etwa. Die Praxis ist sehr stark oder relativ stark verbreitet in östlichen Kulturen, vor allem im Traum-Yoga. Und seit den 70er Jahren eben auch im Westen etwas verbreitet, aber fast ausschließlich unter Anhängern der New Age-Bewegung eben in der Zeit. In den 80ern hat sich das langsam geändert, nachdem zwei Psychologen unabhängig voneinander quasi wissenschaftlichen Nachweis erbracht haben, dass es sich bei den Erlebnissen tatsächlich um Erlebnisse im Schlaf handelt. Und das hat die Traumforschung quasi auch langsam dazu gebracht, das ernst zu nehmen daran zu forschen. In den letzten Jahren gibt es zumindest ein gefühlten Anstieg von Interesse in der Gesellschaft, würde ich sagen. Ob das jetzt in einer repräsentativen Stichprobe sich auch so zeigen würde, weiß ich nicht. Aber man merkt ja auch, also meine persönliche Erfahrung ist zum Beispiel, wenn man das Thema hier anspricht, es wissen schon viele, worum es geht oder können eigene Erfahrungen berichten. Das war vor einigen Jahren, als ich angefangen habe, mich mit zu beschäftigen, noch ganz anders. Da
hat man, wenn man überhaupt Interesse bekommen hat, eher Negatives bekommen. Eben wie diese Folie von wegen ESO-Scheiß. Das, denke ich, hat sich einfach durch die Verbreitung über das Internet, durch die Sichtbarkeit der Community und der Erfahrungsberichte oder ähnliche Dinge wahrscheinlich stark deshalb geändert. Das Bild habe ich mal von Stephen LaBerge geklaut, einer der beiden Traumforscher, die diesen Nachweis erbracht haben. Das ist ein schönes Beispiel, wie so ein Experiment ablaufen kann. Also der Proband wird verkabelt, diese vier Linien. Das obere ist ein EEG-Kanal, also Gehirnwellen werden gemessen. Die zweite und dritte sind Augenbewegungen vom linken und rechten Auge. Also wenn die Augen sich nach links bewegen, dann schlägt die Linie quasi aus und nach rechts in die andere Richtung. Die fast ganz gerade Linie ist ein EMG und in dem Fall halt die Skelettmuskulatur am Kinn ist quasi so die Grundmuskelanspannung, die im REM-Schlaf extrem niedrig ist durch die Schlafparalyse, weil man einfach sonst die Bewegungen, die man im Traum durchführt, auch mit seinem physischen Körper durchführen würde. Deswegen ist die Schlafparalyse da so hilfreich und verhindert das. Das Experiment läuft so ab, werden Augensignale vereinbart. Die Schlafparalyse wirkt sich nämlich nicht auf die Augenbewegungen aus. Das heißt, wenn man im Traum nach links und rechts schaut, dann kann man das auch am physischen Körper messen. Nicht hundertprozentig identisch, aber auf jeden Fall eindeutig die Tendenz kann man messen. Und bei so starken Augenbewegungen wie das jetzt hier zum Beispiel bei der 1 mit 1 markierten Stelle passiert, da ist das natürlich ganz deutlich zu sehen. Es werden also Augensignale vereinbart. In dem Fall sind wichtig das Signal für, ich bin gerade luzid geworden, also ich habe gerade realisiert, dass ich mich in einem Traum befinde. Also klar geworden, sagt man auch im Deutschen. Das ist links, rechts als Luzid-Signal und einmal das ganz doppelt, also links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts für ich bin gerade aufgewacht oder ich wache gerade auf. Warum das zweite Signal auch sinnvoll ist, werden wir an dem Beispiel gleich sehen. Die Aufzeichnung zeigt also, es beginnt mit REM-Schlaf eine Weile, dann gibt der Proband das Augensignal für ich bin gerade luzid geworden. Träumt von etwas, das ist für das Beispiel nicht so wichtig. Und etwas später gibt er das Augensignal für ich bin aufgewacht oder ich wache gerade auf. Man sieht aber an der Aufzeichnung, dass der Proband weiter geschlafen hat. Nach einiger Zeit gibt er nochmal das Signal für Aufwachen oder eher so ein halbes Signal. Kann ich so ganz sagen. Ein paar Sekunden später nochmal das Signal für ich bin gerade luzid geworden und dann wieder ein bisschen träumen ohne Signal. Dann wacht er tatsächlich auf, was man hier am deutlichsten sieht, dass die Muskeln sich anspannen und gibt währenddessen wieder das Signal fürs Aufwachen. Das erscheint jetzt alles ein bisschen unlogisch, erklärt sich aber, wird aber deutlich, was das soll, wenn man das Ganze mit dem Traumbericht abgleicht, den der Proband nach dem Aufwachen abgegeben hat. Also wird quasi direkt beim Aufwachen gefragt, was hast du gerade erlebt oder was hast du gerade geträumt oder so. Und ja, der Bericht war in dem Fall auf das für das Beispiel Relevante beschränkt etwa so. Ich habe das und das geträumt, dann ist mir klar geworden, dass ich mich im Traum befinde, habe das Signal für das Luzid-Signal gegeben. Nach einiger Zeit dachte ich, ich wäre aufgewacht und habe das Aufwachsignal gegeben. Dann kommt der Versuchsleiter rein, wir reden ein bisschen und auf einmal reißt er mir die Elektroden vom Körper und ich denke mir so, das ist aber nicht die richtige Vorgehensweise. Ich muss mich immer noch im Traum befinden, will wieder das Luzid-Signal geben, irrt sich aber, macht zu viele Augenbewegungen, wartet ein paar Sekunden, gibt nochmal das korrekte Signal für Luzid, fängt dann mit dem Experiment an, um das es in dem Fall ging und dann als er aufwacht eben wieder das Aufwachsignal. Das ist deswegen so ein schönes Beispiel, weil es halt mehr als diese zwei Signale, einmal luzid werden, einmal aufwachen, enthält. Und man sehr schön den Traumbericht mit dem abgleichen kann, was eben konkret gemessen wurde. Bitteschön.
Hinten sind 5 Sekunden als Zeit angegeben. Ja. Ist das, passt das zum Rest der Kurve? Also, oder das, der, ja. Wie lang ist das ungefähr? Habe ich vergessen, jetzt nochmal nachzumessen. Wollte ich eigentlich machen. Also aber das geht nicht über die ganze Nacht, sondern eher... Nee, das sind ein paar Minuten nur. Okay, also der komplette Teil ist nur ein paar Minuten. Okay. Genau, das ist halt ein Ausschnitt. Also man zeichnet schon die ganze Nacht auf, weil man vorher nicht unbedingt weiß, wann der Proband klar wird. Obwohl die Wahrscheinlichkeit in gewissen Zeitraum besonders groß ist. Aber Papier ist nicht so teuer. Gut, das war jetzt 70er, aber heute ist es sowieso klar, dass da einfach alles aufgezeichnet wird. Oder das ist jetzt aus den 80ern, aber da ging das halt noch auf Papier, was man auch schön sieht an den Kurven der Augenbewegungen. Aber ja, es wird also alles aufgezeichnet und dann kann man sich hinterher das raussuchen, was interessant ist. Ja, es gibt auch ähnliche oder andere Experimente, die diese Augensignale zu Hilfe nehmen. Gab es seitdem natürlich einen Haufen unterschiedliche Experimente, wie zum Beispiel, dass man untersucht hat, wie die Zeitwahrnehmung im Schlaf ist oder im Traum ist. Hat man zum Beispiel Probanden im Wachen bis 10 zählen lassen und das dann im Traum, wenn sie klar geworden sind, auch nochmal so festgestellt, dass die Zeitwahrnehmung, zumindest wenn man konkret darauf achtet, genauso ist wie im Wachen und weil es ja oft diesen Eindruck gibt, dass man Tage oder Wochen, manchmal sogar Jahre in einem Traum verbracht haben. Deswegen ist das immer so eine interessante Frage, nach sowas zu forschen. Aber nur als Beispiel, ja, wofür das noch benutzt wird, das Prinzip. Das ist halt deswegen ein besonders wichtiges Experiment gewesen oder die Art von Experimenten, weil es eben nachgewiesen hat, dass es sich da bei Klarträumen oder luziden Träumen um ein Schlafphänomen handelt. Also dass es wirklich im Schlaf erlebt wird und nicht eingebildet ist oder in Mikroerwachen, im Halbschlaf oder nach dem Aufwachen oder während dem Aufwachen vom Gehirn zusammengesponnen wird, sondern dass es wirklich im Schlaf stattfindet und hat dann mit der Zeit auch dazu geführt, dass das von der Wissenschaft halt ernster genommen wurde. Die Frage, warum man sich mit sowas beschäftigt, warum man Interesse haben könnte, klar zu träumen oder warum man klar träumen lernen wollen könnte, ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge, einfach ein paar Sachen, die mir so eingefallen sind aus der Beschäftigung mit dem Thema und Gesprächen mit anderen Klarträumern, ist, manche Leute stört es einfach, keine Kontrolle über ein Drittel seiner Lebenszeit zu haben. Also wenn man einfach jeden Tag bis zu, sagen wir mal im Schnitt, etwa ein Drittel der Lebenszeit bewusstlos verbringt, ist das eigentlich schon eine komische Sache. Und manche stört allein das schon und sie wollen deswegen bewusster träumen. Traumforschung, wie gesagt, für die Traumforschung ist es ein wichtiges Mittel mittlerweile für einige Sachen und kann eben auch mit bildgebenden Verfahren Gehirnaktivität messen und weiß genau, was der Proband im Traum gerade tut, während dieses eine Bild entstanden ist, weil er halt kurz vorher ein Augensignal geben kann oder solche Sachen. Bewegungsabläufe sind ein sehr beliebtes Beispiel, warum das ein wichtiges und praktische Sache ist. Klarträumen wird wahrscheinlich nicht so viel praktiziert, aber unter manchen Profisportlern ist das ein Mittel, mehr Trainingszeit zu bekommen, ohne den Körper zu überlasten oder wenn man krank ist, im Traum zu trainieren. Da kann man natürlich keine Muskeln aufbauen oder so, aber es hat sich halt gezeigt, gibt es mittlerweile noch einige Forschung dazu, dass Bewegungen, die man schon kennt aus dem Wachen, dass man die durch Wiederholungen genauso trainieren kann oder ähnlich trainieren kann, wie wenn man sie im Wachen immer wiederholt. Also Verbindungen im Hirn werden quasi genauso aufgebaut, wie wenn man es im Wachen trainieren kann. Und das ist, wird auch von manchen Leuten eingesetzt, um zum Beispiel gefährliche Dinge zu üben für Snowboarding oder Parkour oder so Sachen. Weil du es gerade angesprochen hast, wenn ich schlafe, dann erholt sich mein Körper, ja. Wird die geistige Erholung, die mein Hirn braucht und durch den Schlaf holt, irgendwie eingeschränkt, wenn ich dabei wach bin? Oder ist das unabhängig voneinander? Also kann ich mich trotzdem erholen, obwohl ich luzide träume? Oder? Ja, kann man auf jeden Fall. Es gibt wenige Fälle, sage ich mal, oder wenige Beispiele von Leuten, die wirklich die ganze Nacht und dann vielleicht auch noch fast jede Nacht oder jede Nacht klarträumen.
Da gibt es schon Berichte von Leuten, die sich dann einfach die einfach nicht ausgeschlafen fühlen und fertig fühlen, wenn sie aufwachen. Es wird aber nicht unbedingt angenommen, dass das von der Tatsache, dass sie klarträumen können, sondern das kann auch, egal ob man klar ist im Traum oder nicht, passieren, wenn man eben Träume hat, die Stress verursachen. Oder also es kommt eben wohl eher auf den Trauminhalt an. Davon abgesehen sind das eben Extrembeispiele, die sehr selten zu finden sind. Und in der Realität werden die meisten auch nicht jede Nacht klar, und wenn dann auch eher nur ein paar Minuten am Stück, somit bleibt sowieso der größte Teil vom Schlaf den meisten schon noch normal, sag ich mal, ohne Klarheit. Und es zeigt sich allgemein eher, dass in Nächten, wo man klar war, man mit viel mehr Elan den Tag startet, weil es einfach halt ein geiles Erlebnis ist, ein Erfolgserlebnis, und je nachdem, was man im Klartraum getan hat, das dann eben auch nochmal so ein Boost ist, der einen besser fühlen lässt nach dem Aufwachen. Was noch zu dem mit den Bewegungsabläufen trainieren, also das wird auch tatsächlich nicht nur, das funktioniert nicht nur im Traum, das kann man auch im Wachen machen. Ja, genau. Das Visualisieren von Bewegungen, das hat unser Sportlehrer zum Beispiel in der Oberstufe mit uns gemacht. Das mal mit der Frage wiederholen. Das war keine Frage, aber. War eine Ergänzung. Ja, genau. Es ist auch bevor das mit den Klarträumen sich erforscht wurde für Profisportler, gab es das auch schon und wird auch heute noch gemacht, dass man Bewegungen visualisiert und dadurch eben im Prinzip diese genauso trainiert, als wenn man sie ausführen würde, aber halt deutlich schwächer. Wenn man eine Bewegung im Traum ausführt, ist es auch das gleiche Prinzip, wie wenn man sie sich intensiv vorstellt, aber halt stärker, und die Erfahrung ist halt auch realistischer, und man lernt sie deswegen schon besser. Aber so wie ich gelesen habe, ist es durchaus verbreiteter unter Profisportlern, Bewegungsabläufe zu visualisieren, als zu versuchen, davon gezielt davon zu träumen. Aber ja, ist halt eine Anwendung. Kreative Eingabe erlangen ist jetzt nicht unbedingt nur für Künstler was, aber da gibt es so Beispiele, wie ein Maler kann ein Gemälde erschaffen, ohne sich genau zu überlegen, was er wie malen will, sondern er erschafft das einfach und kann dadurch dann sich inspirieren lassen oder vielleicht auch versuchen, genau das Gleiche im Wachen dann nachzumalen. Es gibt da ein bekanntes Beispiel aus Deutschland von einem Songwriter, der mal einen Erfolg hatte, indem er im Radio, im Traum ein Radio angeschaltet hat und ein Lied gehört hat. Und das hat er dann im Wachen quasi aufgeschrieben, und hat er verkauft und ist erfolgreich geworden. Und seitdem versucht er immer im Klartraum neue Lieder zu hören, die dann genauso einen Erfolg bringen. Aber es können auch irgendwelche Ideen sein, die man im Alltag gerade gebrauchen kann. Die Anwendung ist halt schon sehr, sehr weit gefächert, sag ich mal. Eigenes Unterbewusstsein erforschen, damit können unterschiedliche Dinge gemeint sein. Also manche stellen dem Traum oder Teilen des Traums oder sich selbst dem Traum eine Frage und versuchen da irgendwie eine Antwort auf ein Problem zu bekommen, das sie gerade haben. Und manche versuchen, Erinnerungen wieder zu erlangen oder ähnliche Dinge. Ja, kann also unterschiedliche Dinge meinen. Träume ausleben, allgemein, ja, da darf sich jeder was ausdenken. Fliegen ist sehr beliebt. Wenn man gerne mal Sex mit Aliens haben will, ist das im Traum natürlich eine Möglichkeit. Es gibt halt weder physikalische noch gesellschaftliche Einschränkungen oder Konsequenzen. Was man mit der eigenen Moral vereinbaren kann, kann man theoretisch unten sich vorstellen, kann man eben im Traum und im Klartraum auch theoretisch machen und erleben. Ja, das sind Daten aus einer Umfrage, die ich letztes Jahr durchgeführt habe unter etwa 1000 Klarträumern. Sind jetzt einfach die häufigsten Nennungen zu Handlungen, die man sich vorgenommen hat für den nächsten Klartraum. Also die ist abgeschnitten. Das heißt, man sollte jetzt nicht unbedingt die einzelnen Nennungen in der Anzahl miteinander vergleichen, weil es kommen dann später noch welche, die man auch anders hätte zusammenfassen können oder so. Aber als Einblick mal, was so am meisten genannt wurde, eindeutig Fliegen. Hier ist sehr beliebt, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Also ohne Flugzeug oder sowas natürlich, halt einfach
Genau. Wobei Schweben nochmal ein extra Punkt war, aber ja, manche fliegen ja lieber wie Superman, andere wie Vögel, andere schwimmen durch die Luft oder schweben einfach ohne Armbewegung oder so. Kann man machen, wie es am besten funktioniert oder wie es am besten Spaß macht. Ja, Sex und Fliegen sind eigentlich immer die zwei Sachen, die bei so Umfragen ganz oben stehen. Mal mit mehr und weniger Abstand, in dem Fall eher mehr. Mit jemandem reden, das kann alles Mögliche sein. Also zum Beispiel mit Verstorbenen reden. Das muss nicht heißen, dass jemand, der das im Traum machen will, glaubt, dass er da wirklich mit Verstorbenen in Kontakt treten kann. Aber es kann einfach auch eine schöne Erfahrung sein, jemanden mal wiederzusehen oder so. Genauso jemanden treffen. Leute nehmen sich vor, bestimmte Celebrities zu treffen oder Leute, die sie im Wachleben gar nicht sehen können. Oder fiktive Charaktere aus Filmen, Fernsehen oder sonstigen oder aus Büchern. An Ortreisen, da ist auch alles Mögliche drin, vom Karibik-Kurzurlaub bis zur Monderkundung. Ja, ist halt alles möglich. Durch einen festen Gegenstand bewegen ist auch meistens sowas wie durch die Wand oder durch einen Spiegel gehen, ist auch eine Art, den Ort zu ändern im Traum quasi. Wenn man sich vorstellt, dass hinter der Wand eine andere Welt ist, kann man einfach in die andere Welt gehen durch die Wand oder so. Aber es kann auch heißen, einfach die Hand durch einen festen Gegenstand zu bewegen. Das ist auch eine lustige Erfahrung. Ja, Magie oder Superkraft, da habe ich einige Sachen zusammengefasst, die jetzt nicht unter andere Punkte fallen. So, da sind jetzt Sachen dabei wie Feuerbälle aus den Händen schießen oder ja, ähnliche Sachen. Ich weiß gar kein anderes Beispiel. Etwas erscheinen lassen, jemanden erscheinen lassen, ist halt, kann man auch noch zu Magie zählen, wenn man Lust hat. Denke ich, selbst erklärend, sich verwandeln. Dazu zählen Sachen wie die Welt mal aus Sicht eines bestimmten Tiers zu erleben oder das Geschlecht wechseln oder berühmte Persönlichkeit sein und solche Sachen, ja. Ja, die Folie möchte ich der Tatsache widmen, dass oft, wenn von einem Thema erzählt wird, vernachlässigt wird, dass nicht alles immer so perfekt ist und dass es gar nicht so einfach ist, diese ja eben bisher eher ideal dargestellte Klartraum, das Klartraumerleben so ideal zu erreichen. Also ein paar Punkte, die ja oft nicht so deutlich erwähnt werden, sind Klarträume kommen bei den wenigsten von selbst, also die meisten müssen, um das regelmäßig zu erfahren, doch ständig und täglich trainieren, sage ich mal, oder halt Übungen durchführen oder sich zumindest mit den Träumen beschäftigen und am Ball bleiben, motiviert bleiben, und es erfordert schon auch Disziplin bei den meisten. Es gibt manche, die haben das von selbst auch mehrmals in der Woche, aber das ist eben sehr selten und manchen fällt es leichter, anderen nicht so leicht. Aber ich glaube, allgemein kann man schon sagen, dass es ein tägliches, ständiges Training braucht, um regelmäßig im Sinne von mehr als ein paar Klarträume im Jahr zu bekommen. Die meisten Klarträume dauern nur einige Minuten, im Schnitt so 14, 15 Minuten, wobei die meisten eben kürzer sind. Da sind auch einige Ausreißer am oberen Ende dabei. Also über ein paar Minuten freut man sich als Klarträumer eigentlich schon. Ein paar Sekunden ist jetzt auch nichts Unübliches. Also sollte auch mal erwähnt sein, dass die auch sehr kurz sein können. Ist das dann die Zeit, die du auch im Traum empfindest, ist die gleich zur Realzeit? Ist schwer zu sagen, weil es ja real dann bei den wenigsten gemessen wird. Also für meine Umfrage war es halt einfach geschätzt und der Einfachheit halber nicht weiter spezifiziert, ob das jetzt gemeint war, reale Zeit oder gefühlte Zeit, weil die Leute können das eh nicht unterscheiden, so von den persönlichen Erfahrungen, wenn sie jetzt nicht im Schlaflabor waren oder sowas. Okay. Und ja, es gab da durchaus einige Angaben von mehreren Monaten. Das ist dann definitiv gefühlte Zeit. Und ja, von der Falle von ein paar Sekunden, da kann man sich noch denken, dass es ähnlich, wenn es ein paar Sekunden sich angefühlt hat, dann auch real ein paar Sekunden waren. Mhm. Und zwischendrin, genau, kann man es nicht sagen, aber ja,
ist schwierig, ja. Okay. Ja, oft ist man nicht so klar, wie man das gerne hätte. Das kann heißen, es fehlt einem an Urteilungsvermögen zum Beispiel. Ja, werden einfach wird das Gehirn nicht so aktiviert, wie es eben im perfekten Klartraum so wäre, sondern man hat Probleme, so klar zu denken, wie man das aus dem Wachen kennt. Oder ja, auch ein Beispiel, was ich kürzlich gelesen habe, was mir gefallen hat. Man könnte zum Beispiel an Bahnsteig stehen, man versucht einen Zug zu erreichen, aber da sind so viele Leute, man kommt einfach nicht zum Zug und hat Angst, ihn zu verpassen. Stellt dann fest, ach, ich träume ja nur, und dann gibt's die Möglichkeit, man sieht ein, dass man den Traum steuern kann. Man kann einfach über die Leute hinwegfliegen, kriegt den Zug, alles super. Oder man realisiert, dass man das gar keinen Grund gibt, den Zug zu erreichen, weil der Zug genauso wenig real ist. Und ja, da gibt's eben alle möglichen Kombinationen und Abstufungen. Emotionaler Abstand ist auch was, an dem es fehlen kann, wenn man eben nicht verinnerlicht hat, was es bedeutet, dass alles um einen herum nicht real ist. Man kann oft nicht alles tun oder erreichen, was man möchte. Ergebnisse sind nicht so, wie man das gerne hätte, oder es passiert einfach gar nichts, wenn man zaubern will, oder man geht durch eine Wand und bleibt drin stecken. Kann alles Mögliche passieren. Traumcharaktere mischen sich ein, versuchen einen davon abzuhalten, irgendwas zu tun. Man wacht auf, ist wohl das Üblichste. Zu der Umfrage noch, die Ergebnisse sind, werde ich wahrscheinlich diese Woche dann unter der URL, die auf der anderen Folie stand, veröffentlichen, also lucid.de/Umfragen. Da sind dann auch die häufigsten Hindernisse dabei, die dazu führen, dass man geplante Tätigkeiten nicht durchführen kann. Allgemein ist eben das Erleben, also die Wahrnehmung, Erinnerung und so weiter, meistens oder selten so perfekt, wie es meistens in der Literatur dargestellt wird. Und das kann ich auch jetzt, wo ich den Vortrag vorbereitet habe, verstehen, weil wenn ich die Folie nicht eingebaut hätte, hätte es keinen anderen Punkt gegeben, das zu erwähnen. Aber es sollte der Vollständigkeit halber auch mal gesagt werden. Ja, jetzt zu der Frage, wie kann man das erreichen, wie kann man luzide Träume bekommen, das soll jetzt keine Anleitung werden. Das wäre, wie gesagt, mindestens ein eigener Vortrag. Aber als kurze Übersicht. Traumerinnerungen aufzubauen ist sehr wichtig. Die Traumerinnerungen zu steigern, wenn man schon welche hat. Und dazu führt man üblicherweise ein Traumtagebuch, was auch schon, wenn man das täglich befüllen will, Disziplin braucht. Und ich würde mal sagen, daran scheitert es bei vielen schon, weil man eben nicht unbedingt sofort einsieht, warum das notwendig ist. Notwendig in Anführungsstrichen, weil theoretisch man kann natürlich auch luzide Träume ohne regelmäßig seine Träume aufzuschreiben. Aber um regelmäßig Klarträume zu haben, ist das ein sehr wichtiges Mittel. Erstens, weil man sich mit den Träumen beschäftigt und die Erinnerung wird auch gesteigert dadurch, was man so aufschreibt, weil man sich intensiver damit beschäftigt und es fallen dann einen Sachen noch von davor ein, während man schreibt. Zweitens hat man das Ganze festgehalten und kann nach ein paar Tagen oder besser Wochen Muster erkennen, Sachen, von denen man häufig träumt, oder wenn man das lange macht, wird es noch interessanter, dann kann man ja, vor allem wenn man es digital festhält, alle möglichen Statistiken anfertigen oder so und interessante Dinge erfahren. Aber für das Klarträumen-Lernen ist es hauptsächlich deswegen wichtig, weil die Traumerinnerung wichtig ist und die damit sehr gut gesteigert werden kann. Man seine Träume eben auch nochmal durchlesen kann und weiß, worauf man eigentlich seine Übungen abzielt, auf welche Art von Erleben, wenn man einen Überblick hat, was man so alles geträumt hat in den letzten Tagen oder Wochen. Die kritische Wahrnehmung zu entwickeln, was beinhaltet auch die Realität zu hinterfragen, wird oft gesagt, ist nicht für alle Techniken notwendig, aber ich widerspreche und würde sagen, das ist, wenn man Klarträumen lernen will, immer wichtig, weil es einfach die Grundlage ist, erstmal die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass man gerade nicht wach ist, sondern dass, also jeder, der das jetzt nicht überprüft hat von euch, hat eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass er nicht gerade träumt. Man kann auch träumen, dass ich hier vortrage, das ist jetzt
im Gegenteil, im Traum ist ja viel mehr möglich. Wenn ich als träumen würde, würde es jetzt relativ schnell wärmer werden. Es wird nämlich langsam echt kalt. Ja, versuch mal. Kannst du das wenn auch einfach sind, dann träumst du. Das kann natürlich auch sein. Versuch doch mal, die Heizung per Gedankenkraft anzumachen. Zieh doch deinen Kittel an. Flieg deinen Kittel holen. Genau. Appariere deinen Kittel. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu überprüfen, ob man sich gerade im Traum befindet. Meiner Ansicht nach nicht unbedingt die zuverlässigste, aber es gibt Leute, die das regelmäßig machen, weil es ist unauffällig, dran zu denken, der Kittel soll doch mal ja fliegen oder so. Das kriegt keiner mit und ich meine, das erscheint einem wahrscheinlich vielleicht absurd und als hirnlose Tätigkeit, sich das vorzustellen. Aber wenn das im Traum halt funktioniert, dann weiß man, dass man gerade träumt und man hat den Kittel. Ja, also dazu. Achso, ja, noch eine Frage. Ich habe noch als Ergänzung irgendwann mal gelesen, wenn man beim Einschlafen sich immer vorsagt, ich träume jetzt, ich träume jetzt, ich träume jetzt, bevor man eben eingeschlafen ist, ja, dass man diese Tätigkeit, ich sage es mir vor, eventuell auch im Traum weiterführt, genau, ja, und dann merkt, oh, jetzt hat's geklappt. Das ist ein bisschen andere Herangehensweise, dazu komme ich gleich. Zu den dem Realität dazu fragen oder Reality Checks wird sie üblicherweise genannt, RCs kurz, oder Realitätstests ist vielleicht etwas korrekter. Also ich sehe das so, Reality Check ist dazu da, zu checken, in welcher Realität man sich gerade befindet, so würde ich das erklären. Das sind auch so Sachen wie sich die Nase zu halten und versuchen dadurch zu atmen. Also so mache ich das oft. Ist auch recht unauffällig. Kann auch sein, dass es mich nur gerade gejuckt hat oder so. Das basiert eben darauf, dass wenn man das im Traum tut, dann hält man sich halt seine Traumnase zu und kann trotzdem rein und raus atmen und spürt die Luft durchströmen. Das ist vor allem beim ersten Mal eine merkwürdige Erfahrung, weil man genau weiß, wenn man spürt, sich die Nase zuzuhalten und trotzdem kommt Luft durch. Das ist sehr erfrischend und macht einem halt direkt klar und gibt einem sofort das Gefühl, dass das muss ein Traum sein. Ist dann schwer, das noch anzuzweifeln, auch wenn man in dem Moment noch nicht so klar ist, sondern es erst gerade wird und in dem Zustand halt leicht noch Sachen wegerklärt, so wie so Dinosaurier waren hier doch schon immer oder so. Das sind alles ganz normale Sachen im Traum, aber deswegen muss man halt, ja, wenn man klar werden will, die Realität hinterfragen und wirklich kritisch hinterfragen, was an der Situation jetzt gerade irgendwie traumartig sein kann. Also zum Beispiel, man steht vor Leuten und hält einen Vortrag, obwohl man das eigentlich noch nie gemacht hat oder so. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht normal ist hier. Als Beispiel, was mir gerade aus irgendeinem Grund gerade eingefallen ist. Andererseits können es auch Sachen sein, die man eben durch die im Traumtagebuch festgestellt hat, dass man häufig davon träumt. Dann kann man auch versuchen, eben die Sachen, wenn zum Beispiel das simpelste Beispiel, das so simpel eigentlich nicht vorkommt in der Realität, aber zum Verständnis, wenn man häufig von Hunden träumt, dann nimmt man sich halt vor, jedes Mal, wenn man einen Hund sieht oder von einem Hund jemand was erzählt oder wenn man an einen Hund denkt, Realitätstests zu machen oder noch besser, sich Zeit zu nehmen und die Realität zu hinterfragen. In der einfachsten Darstellung funktioniert die Herangehensweise halt so, dass man 5 bis 10 Mal am Tag sich Zeit nimmt und sich die Frage stellt, ob man gerade träumt oder nicht oder was darauf hindeutet, dass man gerade träumt. Wenn man es extrem nennen will, dann versucht man sich selbst zu beweisen, dass man gerade nicht träumt, was eigentlich unmöglich ist. Aber es gibt halt das richtige Mindset irgendwie, nicht sofort aufzugeben, denn so ist alles normal. Von der Erwartung muss man halt wegkommen, wenn man das lernen will, dass man irgendwie schon weiß, wenn man träumt, es fühlt sich doch alles echt an hier, ist das schlechteste Argument. Wenn man das schon als Technik bezeichnen wollte, dann würde das unter die ILD-Techniken fallen. Dream Initiated, Lucid Dream, bezeichnet halt Klarträume, die aus dem Traum heraus entstehen, also irgendwas fällt einem auf oder aus irgendeinem Grund stellt man fest, dass man sich im Traum befindet und wird dann deutlich klar. Im Gegensatz zu Wilds, WILDs, also Waking Initiated Lucid Dreams, wo man direkt aus dem
aus dem wachen Innentraum bewusst einsteigt und ja, entweder das Bewusstsein gar nicht verliert oder nur sehr kurz oder nicht so vollständig und dann sofort feststellt, wenn man sich im Traum befindet und quasi direkt von Anfang an klar ist. Das wäre jetzt auch das Beispiel, was eben Chita genannt hat. Das ist eine Möglichkeit, eine recht relativ alte und deswegen weit verbreitete Variante, dass man sich im Einschlafprozess immer wieder den Satz sagt, I'm dreaming, und dabei durchzählt. Und wenn man dann wirklich träumt und den Satz vielleicht immer noch sagt, soll man dann feststellen, dass man halt irgendwann dann tatsächlich träumt. Und dadurch, dass man diesen Satz genommen hat, nämlich zum Beispiel Schäfchen zählen, soll der Inhalt des Satzes einen dann halt daran erinnern, dass man ja eigentlich ja, bewusst bleiben wollte. Ist sehr simpel dargestellt. Es kann funktionieren so, ja. Es gibt alle möglichen anderen Techniken, die das Gleiche bewirken sollen und aus meiner Sicht effektiver sind. Aber wie gesagt, das sollte jetzt keine Anleitung werden, da könnte ich noch ewig erzählen. Und eine Sache, die ich dazu noch erwähnen will, ist Wake Back to Bed. Also WBTB ist sehr, sehr beliebt, weil sehr effektiv und kann in Kombination mit quasi jeder Technik verwendet werden, oder fast jeder. Das ist das Prinzip, dass man sich nach 4 bis 5 Stunden Schlaf weckt oder wecken lässt und quasi eine Zeit lang aufbleibt und da nochmal seine Übungen oder sein Training auf die darauf folgende Schlafphase konzentriert, weil eben im Ende der Nacht der meiste REM-Schlaf stattfindet und die Chance, klar zu werden, dort am größten ist. Deswegen ist es hilfreich, direkt vor dem Eintreten dieser Schlafphase nochmal seine Übungen zu machen oder sich mit seinen Träumen zu beschäftigen. Oder es wird gerne empfohlen, Matrix zu schauen oder Inception. Wenn man so lange aufbleiben will, empfehle ich das auch, ja. Bitte? Ich habe jetzt mal noch eine Frage, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, auf das Beispiel mit dem Nase zu halten zurückzukommen, ich würde mir die Nase zu halten und würde dann atmen, dann würde auf jeden Fall mein Verstand mir ja sagen, geht nicht. Ja. Arbeitet dann das Unterbewusstsein oder kommt dann der echte Atemreflex durch? Also du meinst, ob dir das, das was ob man... Ob dir mein Verstand sagen würde, dass es nicht geht, ob das blockieren würde? Das ist schwer zu sagen. Also ich würde erstmal gar nicht so unterscheiden zwischen Unbewussten und Bewussten. Das ist, ist eigentlich im Traum grundsätzlich grundlegend auch nicht anders mit der Wahrnehmung und was man bewusst wahrnimmt, was man unbewusst wahrnimmt, kann im Traum auch genauso stattfinden. Ich bin fast schon Gegner der Vorstellung, dass man das Unterbewusstsein oder das Unbewusste so als personifiziertes, getrenntes etwas ansieht, als Identität, Entität, die man überreden muss, klar zu werden oder so, solche Sachen. Das ist ein dieselbe Person. Und ja, insofern finde ich es schwierig, eine konkrete Antwort darauf zu geben, aber es ist, ich würde es einfach so beschreiben, man merkt halt, das kann nicht sein, das muss ein Traum sein. Oder spätestens, wenn man schon ein bisschen Erfahrung auch mit dem RC hat, dann ist es einfach, dann wird nicht mehr unbedingt hinterfragt, wieso das jetzt physikalisch unmöglich ist und deswegen folgerichtig ein Traum sein muss, sondern es ist einfach dieses Gefühl bei zugehaltener Nase, alles klar, Traum. Das kann also auch deutlich direkter passieren. Ja, andere RCs übrigens, wollte ich auch noch erwähnen, weil das ist jetzt mein Lieblings-RC, aber es gibt noch andere, die auch sehr effektiv sind, was zu lesen. Zum Beispiel auch digital, wo er sehr beliebt. Wegschauen, nochmal hinschauen und schauen, ob dasselbe dasteht oder ob irgendwas auffällig ist. Oft verändert sich das. Das heißt nicht, dass man im Traum nicht lesen kann. Viele können perfekt lesen oder bei denen funktioniert der RC einfach gar nicht, weil sie im Traum genauso gut lesen können wie im Wachen. Aber bei den meisten verändert sich doch irgendwas. Es muss nicht heißen, dass anderer Text dasteht. Es kann auch sein, dass man einfach merkt, man sieht das Text, aber man weiß nicht, was da steht. Oder Buchstaben können tanzen. Es kann eigentlich alles sein, aber meistens ist einfach irgendwie anderer Text oder so. Und Digitaluhr deswegen, weil es das, was realistisch ist, nochmal weiter einschränkt. Also wenn da irgendwie 42:23 steht auf dem Blatt Papier, da ist das was da stehen kann auf einer Uhr, ist es schon irgendwie unlogisch oder kaputt.
Da war noch eine Frage. So, das Finger-induced Lucid Dream, das ist jetzt aber nicht der legit Check mit der Hand. Oder? Ach so, nee, das ist, ist noch ein, einfach ein Beispiel für eine DILD-Technik, für eine WILD-Technik. Ganz kurz dargestellt, dass man soll das machen, wenn man besonders müde ist und auf jeden Fall in einem Moment, wo man davon ausgeht, dass man nach dem Einschlafen REM-Schlaf haben wird oder sehr bald danach. Und man benutzt Fingerbewegungen, ganz, ganz leichte Fingerbewegungen während dem Einschlafen und hört damit einfach nicht auf und versucht aufmerksam und bewusst zu bleiben. Und es ist recht simpel, weil einfach nur diese Körperbewegung, aber es hilft einem halt dabei, nicht so abzudriften. Man achtet, man vergisst halt, versucht seine Finger nicht zu vergessen und es ist nochmal eine zusätzliche Erinnerung, was man eigentlich gerade versucht. Weil selbst wenn man mit einem Gedanken abdriftet, wenn man das, sag ich mal, es dauert nicht lang, aber wenn man sich das antrainiert hat, macht man die Fingerbewegung unbewusst weiter und stellt irgendwann fest, ach, ich bewege ja die Finger immer noch, ich wollte ja bewusst einschlafen. Das kann also auf unterschiedliche Weisen so dazu führen, dass man sehr kurz nach dem Einschlafen auf die Idee kommt, nochmal ein RC zu machen oder einfach so feststellt, dass man auf einmal im Traum ist. Ist halt eine sehr verbreitete oder mittlerweile immer verbreitetere WILD-Technik. Oder hattest du noch eine Frage dazu? Es gibt nämlich auch Finger-RC, sich den Finger durch die Handfläche zu stecken. Aus irgendeinem Grund ist das zumindest in Amerika recht verbreitet. Ich kenne auch das, ich habe das auch gemacht. Den kenne ich, dass man auf seine Hand guckt, weil Traum kann man dann auch. Ja, das sollte. Man kann sich seine eigene Hand wohl im Traum nicht sehr gut vorstellen. Deswegen, wenn man dann irgendwie auf seine Finger guckt und merkt, man hat nur drei Finger oder nur zehn Finger, dann ist halt irgendwas komisch. Genau, ja. Das, wenn man schon so viele RCs erwähnen, dann auf jeden Fall auch den Finger als die Hand-RC. Es ist auch wieder natürlich wie mit allem in Träumen keine feste Regel, dass man seinen Finger nicht richtig sehen kann oder immer mehr oder weniger Finger haben wird. Aber es ist erstaunlich häufig, dass vor allem natürlich, wenn man das erwartet, wenn man erzählt bekommt, dass wenn man im Traum auf die Hand schaut, irgendwas ungewohnt oder anders ist, dann wird das auch dazu führen, dass es öfter mal so ist. Und also das kann sein von, dass man eine Pfote hat, dass die Finger ewig lang sind oder runterhängen wie aus Gummi oder was sehr häufig ist, dass man mehr als fünf Finger an der Hand hat. Manchmal merkt man es erst, wenn man durchzählt und dann irgendwie bei 23 sich denkt, irgendwas stimmt da doch nicht. Oder wenn es beim Durchzählen mehr werden. Ja, aber ich habe mal die Rechte auf die Hand geschaut und dachte, oh, 37 Finger. Ohne zu zählen. 37, kann alles Mögliche sein. Auf einen Punkt starren, habe ich auch schon gelesen, dass das hilft, weil du kannst irgendwie einen Punkt nicht im Traum wirklich fokussieren. Oder ich glaube, das war sogar als Aufwachen. Ja, genau, das ist wohl bekannt geworden, würde ich mal sagen, durch Tolai, der auch recht früh in dem Bereich geforscht hat und durch sein Buch auch in der Community sehr bekannt, also in der deutschsprachigen sehr bekannt geworden ist. Dadurch hat sich das wohl verbreitet mit dieser Blickfixation, dass man, wenn man aus irgendeinem Grund aus dem Traum aufwachen will und das nicht tun kann, also ich würde empfehlen, einfach mal zu versuchen aufzuwachen, genauso unbewusst, wie man den Arm heben kann, ohne sich jetzt zu überlegen, welchen Muskel man wie anspannen will. Genauso können die meisten auch aufwachen als Befehl an den Körper geben sozusagen, ohne sich zu überlegen, welche Chemikalien man jetzt im Gehirn an welche Stelle abgeben muss. Aber ja, es ist wohl eher ein Placebo. Es hat sich mit der Zeit nicht wirklich gezeigt, dass es zuverlässig funktioniert. Es ist halt wie mit allem im Traum, es gibt keine so festen Regeln. Andere meditieren auch im Traum, ohne aufzuwachen. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass woran man nicht denkt im Traum, das existiert nicht. Und wenn man den ganzen Traum ausblendet, dann löst er sich auf, ist so die Theorie dahinter. Aber das ist halt nicht so einfach. Er war zuerst. Also was ich noch gehört habe, ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, sind, dass man in den Spiegel guckt. Und ob man, also es war wohl so, dass viele Leute sich halt schon durchaus noch ihr Spiegelbild vorstellen können im Traum, also dass das nicht funktioniert. Ja, es dass man ist nicht so verbreitet, aber... Dann steht da irgendjemand anders oder... Es wird auch gelegentlich empfohlen, als RC in den Spiegel zu schauen, weil
im Prinzip funktioniert alles, wo man erwartet, dass im Traum irgendwas auffällig ist oder irgendwas anders ist. Wenn man mit der Zeit feststellt, dass in den eigenen Träumen halt eine bestimmte Tätigkeit immer zu einem bestimmten Ergebnis führt, dann kann man auch daraus einen eigenen Erzähl machen. Es gibt halt keine Garantie, dass wenn man im Spiegel schaut, man nicht genau dasselbe sieht wie im Wachleben. Oder was auch wichtig ist, es kann sein, dass man irgendwas Merkwürdiges sieht und das nicht als merkwürdig urteilt, weil man eben die kritische Wahrnehmung nicht so entwickelt hat und das nicht so wirklich hinterfragt. Wie sieht es eigentlich mit Träumen in Träumen aus? We must go deeper. also nach meiner Auffassung, wenn man im Traum einschläft, dann schläft man immer noch, dann ist man keine Ebene tiefer gelangt oder sowas. Es gibt keine Ebenen im Gehirn oder so. Es gibt Leute, die das glauben, deswegen sage ich es so deutlich, aber kann man machen, ja. Aber, oder was genau meintest du mit der Frage, dass ändert sich nicht. Ob ich im Traum nochmal also lucid träumen kann. Ja, kann man. Also es ist sogar erstaunlich einfach, also was heißt erstaunlich vielleicht nicht, aber es ist im Vergleich zum Machen sehr einfach, wenn man schon träumt, bewusst einzuschlafen. Das kommt zum Beispiel vor, wenn einem gar nicht bewusst ist, dass man träumt, aber man halt davon träumt, jetzt bewusst einschlafen zu wollen. Das geht sehr einfach. Okay. Und auch daraus kann Klartraum entstehen, wenn man dann erstmal klar ist, hat das auch funktioniert. Manche sehen das dann halt als tiefere Ebene an, wenn man im Traum nochmal einschläft. Man kann das auch einfach als Teleportationstechnik benutzen, wenn man halt nochmal einschläft im Traum, startet ein neuer Traum an einer anderen Stelle. Ist das gleiche, wie wenn man eine Go-To. Genau. Ja, es gibt halt viele Behilfs Techniken, wie man sich teleportiert im Traum. Einfach an den Ort denken oder ihn visualisieren, ist naheliegend und funktioniert, aber man kann halt auch die Erfahrungen, die man aus dem Wachen hat, nutzen. Zum Beispiel, dass sich hinter einer Tür ein anderer Ort befindet, also ein anderer Raum. Oder wenn es eine Tür ist, die man aus dem Wachen nicht kennt, dann ist man halt nicht so durch die Erwartung, die Assoziation, die man unbewusst schon hätte, sozusagen vorbelastet, dass dann dieser bestimmte Raum dahinter ist, sondern man kann sich einen Raum oder eine andere Welt vorstellen. Also es muss auch kein Raum sein, kann Mittelerde sein oder so. Doch noch eine Hand. Ja, ich glaube, das, was Jasper gerade meinte, ist auch so eine Abwandlung von diesem Fuck-up, den eigentlich quasi jeder von uns schon mal hatte. So, man träumt, dass der Wecker klingelt, man macht ihn aus, steht auf und dann liegt man auf einmal wieder im Bett. Ja, meinst du falsches Erwachen? Ja, das hatten wir ja auch in einem Beispiel aus dem Schlaflabor vorhin, dass der Proband geträumt hat, aufzuwachen und quasi ungehinterfragt davon ausgegangen ist, wach zu sein. Der Versuchsleiter kommt rein, ist ja auch alles realistisch. Es kann wirklich erstaunlich überzeugend sein, wenn man gerade noch total klar war. Und ich saß auch schon mal im Bus zur Schule. Ja, dann fiel mir ein Oh-Shit. Also dieses Aufwachen macht man natürlich jeden Tag, oder die meisten machen das jeden Morgen mit und es ist einem sehr vertraut und so ist es auch, fällt es auch vielen schwer, das jedes Mal zu hinterfragen, wenn man aufwacht, ob man jetzt wirklich aufgewacht. Man muss das auch nicht jedes Mal hinterfragen, aber es ist halt eine weitere Quelle, wie man klar werden kann. Oder da man aus sehr vielen Klarträumen direkt aufwacht und nicht wieder eintrübt und dann trübt weiter träumt, ist es schon auch empfehlenswert, sich nach dem Aufwachen, vor allem aus dem Klartraum, erstmal zu fragen, ob man nicht vielleicht immer noch träumt, weil dadurch kann man dann viele Klarträume verlängern. Okay, noch eine Frage. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt mal den Fall habe, ich träume, also irgendwie geht das Signal, der Wecker klingelt in den Traum rein. Mhm. Kann es dann sein, dass ich in dem Traum den Wecker ausschalte und ihn wirklich ausschalte und trotzdem noch weiter träume? Also eine Mischung aus Lucid und Traum und... Ob das theoretisch vorstellbar ist? Ja, möglich ist es. Klingt nicht so wahrscheinlich, weil, also du musst, sag ich mal, zumindest ein bisschen wach werden. Man würde das schon teilweise wach nennen, wenn du deinen Körper so bewegst, den Wecker auszumachen. Man kann aber auch keine genaue Grenze ziehen, ab wann jemand wach ist und ab wann er schläft.
Also die erste Schlafphase, mit der der Schlaf normalerweise anfängt, NREM 1, ist auch keine, wird als Leichtschlaf bezeichnet, aber das ist keine Schlafphase, die so wie die anderen im Verlauf der Nacht immer wieder auftreten, sondern die ist halt so wach oder Schlaf. Man nennt das schon Träumen, aber wenn man jemanden aus der Schlafphase weckt dann wird er wahrscheinlich sagen, ich war eigentlich noch voll wach, ich bin gar nicht eingeschlafen, okay. Das erzählst du mir. Weil es geht hauptsächlich jetzt um diesen einen Punkt, wo du weißt, dass du den Wecker gestellt hast, du weißt, er muss geklingelt haben, aber dich einfach nicht dran erinnern kannst, dass du ihn ausgeschaltet hast. Das kenne ich auch, ja. Also es ist ein ziemlicher Abfuck aus luzidem bitte wenig. Ja, das ist halt wirklich gerade zu beschreiben. Das versuche ich gerade zu beschreiben. Also ich weiß, dass manche Android-Apps Probleme damit haben, zuverlässig zu klingeln. Ich weiß, das weiß ich definitiv. Aber ich gehe mal davon aus, dass man sich hundertprozentig sicher ist, dass der Wecker geklingelt haben muss. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du das Klingeln überschlafen hast. Auch das geht, ja. Die meisten hören nach einer Stunde auf. Bei den Weckern nicht. Was auch sein könnte, ist, dass du... In dem Falle nicht. Auch wenn er noch so laut ist, geht das. Nein, aber dann müsste er immer noch klingeln, wenn ich aufwache. Sleep is Android. Nee, das ist ein physikalischer, der keinen Abschalter hat. Also der sich nicht ausschaltet automatisch irgendwann. Der piept dir den ganzen Tag durch, wenn du... Also wir können noch einige Theorien aufstellen, aber es ist definitiv so, dass man oder viele häufig unbewusst den Wecker ausmachen, sich dann einfach nicht dran erinnern können. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Man wacht auch nachts, das ist ganz normal, man wacht jede Nacht mehrmals auf, zumindest wenn man einen gesunden Schlaf hat, das klingt absurd, aber das sind einfach so kurze Phasen, wo man nicht wirklich wach wird, vielleicht auch weniger als eine Minute einigermaßen wach ist und sofort wieder einschläft, daran kann man sich nicht erinnern. Und das reicht allemal, um den Wecker auszumachen. Keine Hände mehr. Dann, mit der Folie war ich auch fast fertig. Ich wollte dann nur noch erwähnen, dass es auch noch sonstige Hilfsmittel gibt in Form von Hardware, Software und Chemie, auf die ich jetzt auch nicht unbedingt in dem Vortrag eingehen werde, aber auch interessante Herangehensweise. Was denn? Nichts. Wurde gerade niemand Bestimmtes angeschaut, oder? Okay. Kritik und Skepsis. Ich habe mal, ich glaube selber kommen, aber ich habe mal alle Punkte gesammelt, die mir dazu so eingefallen sind. Die simpelste, als erstes, Klarträumen, das geht doch gar nicht. Noch simplere Antwort, doch. Ist halt spätestens seit den Nachweisen aus den 70ern bzw. 80ern eigentlich als belegt anerkannt. Genauso, dass die Theorie, dass eben die Erlebnisse gar nicht wirklich im Schlaf stattfinden, sondern zum Beispiel beim oder nach dem Aufwachen irgendwie zusammen fabriziert werden oder eben in solchen Mikroerwachen, die man es eben hatte, an die man sich dann nicht so richtig erinnert, konstruiert werden oder so, ist damit mit den Experimenten eben auch widerlegt worden. Dann wird gelegentlich angeführt, die Handlungsfreiheit sei doch vielleicht nur eingebildet, woher willst du wirklich wissen, bewusst gehandelt zu haben, vielleicht hast du nur geträumt, bewusst zu handeln. Das kann man natürlich nicht widerlegen und kann man zu meinen, was man will. Im Endeffekt beziehen sich die Erfahrungen ja sowieso nur auf ein eigenes Erleben, das keinen direkten Einfluss auf die Wachwelt hat. Und somit ist sowieso das Einzige, was einem bleibt, die Erinnerung daran. Und ob die Erinnerung dann gefälscht ist oder nicht, ist mir persönlich eigentlich egal. Noch eine Frage. Hier ist so eine Ergänzung. Also wenn Leute genau das sagen, ja, du hast nur eingebildet, bewusst gehandelt zu haben, das kann halt... Da kann man ja wieder was, wenn du auch im Wachen nur... Ja, genau, das kann im Wachen genauso sein. Das ist eher, sehe ich auch eher als philosophische Frage, aber der Vollständigkeit halber habe ich es mal aufgeführt. Was man häufiger hört, ist die Unterstellung, der Aufwand sei doch viel zu hoch, das würde sich gar nicht lohnen, sich damit zu beschäftigen. Das ist halt eine persönliche Entscheidung. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, dass man das eben lernt und dann auf einmal stundenlang genau das passiert im Traum, was man möchte, sondern es ist eben immer noch selten und man muss quasi dafür arbeiten, sage ich mal, die meisten müssen das zumindest. Und es gibt halt dann im Endeffekt doch relativ wenige, die da lange dranbleiben, im Sinne von langjährig der Community erhalten bleiben.
Und die Interessen sind dann auch eher nicht unbedingt das einfach nur das Ziel, klar zu werden oder häufig Klarträume zu haben, sondern das sind dann die Leute, die fest in der Community sind, haben halt auch noch andere Interessen, wie mit sich selbst und sich mit seinen Träumen zu beschäftigen oder ja, der Weg ist dann oft das Ziel. Viele sind sicherlich für den Sex im Klartraum gekommen und für die Community geblieben. Ob sich das Ganze lohnt, ist halt, muss halt jeder für sich entscheiden. Also Fakt ist, die meisten hören nach einiger Zeit wieder auf, sich damit zu beschäftigen, wenn sie die ersten Erfolgserlebnisse, wie ich sie nennen würde, hatte und sie dann nicht zufrieden waren. Die meisten lassen es wieder bleiben. Aber ja, soll jeder für sich entscheiden. Zu den Bedenken und Gefahren. Wie gesagt, Gefahren sehe ich eigentlich kaum oder Gefahren eigentlich gar nicht. Bedenken werden halt immer wieder geäußert. Ja, ihr könnt jetzt mal den Reddit-Post lesen, wenn ich was trinke. Ja, deswegen musste ich eben noch den Uhren-RC erklären, damit man das verstehen kann. Also das ist wirklich das erste Mal, dass ich gelesen habe, dass hier jemand wegen der Klartraumpraxis Schaden zugedingst ist. Das ist auch nicht man ernst zu nehmen. Man lese den letzten Satz, der sagt genau. Schon einiges aus. Ja. Genau. Man kann schon erstmal denken, gut, wahrscheinlich ist das erfunden, aber es könnte passieren, bis man den letzten Satz liest. Dann bleibt eventuell trotzdem der Gedanke, aber es könnte doch passieren, wenn die Uhr defekt ist. Ich meine, bei den heutigen Armbanduhren, wer weiß, was da an Softwarefehlern alles drin ist. Es gibt tatsächlich eine, die dafür ganz bekannt ist. Das ist so eine komische Smartwatch. Von Apple. Nee, weiß ich nicht. Hast du der Strom leer? Es gibt tatsächlich einen, das ist so ein Kickstarter-Projekt, was so Panel nachmachen wollte. Die haben dem Ding einen Reset-Pin verpassen müssen. Ach, das wird was heißt, nein, das Ding halt. Ja. Brauchst du auch so ungefähr genau. Auf der anderen Seite sind auch schon irgendwie mal Leute auf LSD von den Checkleuten gesprungen. Passieren kann alles. Also, ob das jetzt. Das ist nicht die Regel. Nee, ich würde auch gar nicht behaupten, dass das überhaupt vorkommt, sowas, weil es fällt mir schwer, das zu erklären für jemanden, der die Erfahrung noch nicht hatte, aber es ist halt nicht so einfach, dass man irgendwie auf die Uhr schaut und 42 Uhr noch was, das muss ein Traum sein, dann geht man einfach davon aus und macht, was man will, sondern das Gefühl zu realisieren, dass man sich im Traum befindet, das beinhaltet dann doch nochmal so ein Gefühl, einfach zu wissen, dass man träumt. Viele berichten halt auch von der Erfahrung über die Zeit, dass man eigentlich schon zu wissen scheint, dass man träumt, dann nur noch so einen Trigger braucht, wirklich klar zu werden und zu realisieren, was das heißt und dass einem einfällt, was man eigentlich gerade tun wollen würde. Also es ist aus Sicht von jemandem, der einige Klartraumerfahrungen hat, ist es einfach nicht realistisch, dass man so schnell davon ausgeht, im Traum zu sein, aus dem Fenster springt. Ich könnte es mir vorstellen, aber ja, es wird eher noch davor gewarnt, dass man vielleicht, dass man zum Beispiel, wenn es ums Fliegen geht, nicht aus dem Fenster springen soll, sondern immer vom Boden starten sollte, weil man ja gar nicht wissen kann, ob man nicht irgendwann mal psychisch krank wird. Und eben fälschlicherweise davon ausgehen könnte, sich im Traum zu befinden. Und dann, wenn man daran gewöhnt ist, aus dem Fenster zu springen, ist dann auch zu machen. Also die Leute sind teilweise sehr vorsichtig mit den Ratschlägen, aber ich habe noch von keinem solchen Fall gehört. Verstörende Träume, Schmerz und Albträume haben natürlich Leute, die sich damit nicht beschäftigen, auch. Und es gibt eigentlich keine Anzeichen dafür, dass das Klarträume häufiger haben. Im Gegenteil. Kann er eben, wenn man bewusster träumt, auch eher dagegen anarbeiten. Und selbst wenn man keine Klarträume hat oder nicht regelmäßig, dann führt die Beschäftigung mit dem Thema auch oft schon dazu, dass sich die Trauminhalte allgemein, also von den frühen Träumen, schon eher in positiv ändern. Bitte.
jetzt wo du das gerade mit Schmerz ansprichst, gibt es im Traum sowas wie ein Schmerzempfinden? Also funktionieren da dieselben Bereiche, die dein Hirn zuständig für... Ach so, ja, im Prinzip schon, ja. Normalerweise tun? Also und man kann natürlich... Man kann alles wahrnehmen, was man auch sonst wahrnehmen kann und noch viel mehr natürlich. Muss Traum. Vater. Man muss ihn, die du eigentlich gar nicht hast. Also es gibt auch zumindest vereinzelte Berichte von Schmerz im Klartraum. Aber ja, man kann halt alles erleben, theoretisch. Aber ich weiß, dass es dass viele Leute Experimente machen und sich versuchen, Schmerz zuzufügen oder Dinge zu tun, die einem im Wachleben Schmerz zufügen würden. Und allein das Wissen, dass es gleich eintritt oder das Wissen, dass man träumt, vielleicht eher dazu führt, dass es nicht schmerzt oder gar nicht gespürt wird oder so. Ich sag also jetzt nochmal, wenn so viele Leute im Klartraum Sex haben wollen, es werden sicher nicht alle da Vanilla-Blümchen-Sex haben. Da werden auch ziemlich... Ich würde mal behaupten, da sind doch Leute, die auf BDSM stehen oder so. Dann ist Schmerz schon irgendwie so ein bisschen eine Voraussetzung. Da kann man wohl ausgehen. Als Reality-Check benutzen, so Hand auf Herdplatte, wenn es weh tut. Kann man machen, ja. Wenn du einen weniger destruktiven Reality-Check benutzt. Also ich empfehle immer die Waffe im Mund. Wenn wir jetzt wieder bei RC sind und Schmerz vielleicht auch noch. Der bekannteste Realitätstest ist ja eigentlich, sich zu zwicken. Der funktioniert aber halt nicht. Also man kann im Traum das genauso realistisch fühlen. Oder es reicht ja auch, wenn man das in dem Moment als realistisch beurteilt, wenn man noch nicht klar ist. Und es ist einfach eine logische Konsequenz davon, dass wenn man sich zwickt, dass sich das anfühlt, als wenn man sich zwicken würde. Und deswegen ist das auch recht üblich, dass das im Traum dann genauso eintritt. Also... die paar Beispiele, die ich jetzt gebracht hat oder die auch von euch kamen, sind halt welche, die sich und aus den Erfahrungen von vielen Leuten über Jahre hinweg so ein bisschen rausgetan haben, als welche, die bei mehr als nur ein oder ein paar Personen einigermaßen zuverlässig funktionieren. Wenn man eigene erfindet, dann sollte man sich da, denke ich, schon entweder recht sicher sein, dass sie besser funktionieren oder sich einfach nicht drauf verlassen und nicht fest davon ausgehen, dass sie gut funktionieren. Zu negativen Erlebnissen im Schlaf gibt es die Schlafparalyse noch zu nennen und Halluzinationen, die man während der solchen Erlebnissen haben kann. Das ist vor allem unter Leuten, die Nein-Gag lesen, eine häufige Befürchtung, sowas dadurch negative Erlebnisse zu machen. Also kurz ausgeholt, Schlafparalyse hat man ja gerade schon im REM-Schlaf, damit ist der Körper paralysiert, damit man die Traumbewegungen nicht mit dem physischen Körper ausführt. Es kommt vor, dass man nach dem Aufwachen zwar eigentlich aufwacht und oft auch die Augen aufmacht und dann halt seine Umgebung wieder wahrnimmt, aber trotzdem immer noch paralysiert bleibt, sich also kein Stück bewegen kann. Außer vielleicht die Augen, manchmal kann man die Augen offen zumachen, üblicherweise kann man die Augen bewegen, aber das war es dann auch schon. Und das ist halt... vor allem, wenn man davon noch nie gehört hat und das auf einmal erlebt, ist das halt ein negatives Erlebnis, weil sich nicht bewegen können. Das ist schon für die meisten was sie sich vielleicht auch gar nicht so einschränkend vorstellen können, wie es dann wirklich ist. Halluzinationen haben damit haben den Zusammenhang dazu, dass man sich in dem Zustand dann meistens auch noch in so einem Halbschlaf, Halbtraum, Halbwachzustand quasi befindet. Und auch wenn man seine Umgebung wahrnimmt, sehen und hören kann, hat man quasi genauso Halluzinationen, wie man sie davor auch hatte, nur im vollen Schlaf nennt man es halt Träume. Und wenn man so halbwach ist, dann... ist das für viele etwas beängstigender, vor allem wenn die Ausgangslage schon ist, man kann sich nicht bewegen und gerät in Panik, dann fördert das natürlich negative Halluzinationen und gibt so einen Feedback-Loop. Und dadurch entstehen halt sehr, sehr negative Erlebnisse, die dann im Internet gepostet werden und durch Weitererzählen noch immer schlimmer werden und die Schlafparalyse ist bei weitem nicht so schlimm wie ihr Ruf. Es ist im Gegenteil sogar ziemlich praktisch, weil man, wenn man sich in einem Zustand befindet, sehr einfach oder üblicherweise sehr einfach in den Klartraum einsteigen kann, weil man halt schon eigentlich halb träumt. Man muss nur noch ausblenden, was um einen rum ist, die Augen zu machen und man ist quasi im Traum und hat keine Mühe, da bewusst einzuschlafen.
Es gibt viele Techniken, die bewusst direkt darauf abzielen, diesen Zustand herbeizuführen, weil es von dort aus dann halt viel einfacher ist, in Klarträum einzusteigen. Es ist also eher was Positives unter Klarträumern, nichts, wovor die meisten Leute Angst haben. Die Leute, die Angst davor haben, sind die Leute, die das irgendwie im Netz gelesen haben und sich noch nicht damit beschäftigt haben. Deswegen ist das so eine häufige Frage. Also ich selbst hatte ausschließlich sehr positive Erlebnisse in der Schlafparalyse, weil es ist halt auch witzig, wenn man bewusst ist und quasi halluzinieren kann, was man Lust hat, die Sachen steuern kann, ohne Drogen zu nehmen. Kann man halt auch schöne Experimente anstellen und so. Wenn man nicht davon ausgeht, dass es eine negative Erfahrung wird, dann hat man gar nicht erst diesen Ausgangspunkt, gar nicht erst einen Grund, negative Halluzinationen zu erleben, und ist eigentlich kein Problem. Macht eher Spaß. Es gibt ja auch Leute, die diese Schlafparalysen-Horrorgeschichten tatsächlich als Schlafstörungen haben. Gerade für die wäre vielleicht auch eine Hilfe, wenn sie sich bewusst werden, was sie gerade haben. Ja. Also diese Barriere zu durchbrechen und einmal auf die Fresse zu hauen oder so. Also einmal, warum das jetzt ein Thema ist im Zusammenhang mit Klarträumen, das erleben Leute beim Aufwachen, also es gibt Erkrankungen, bei denen das auftritt, und manchen tritt es einfach ein- oder zweimal im Leben auf, ist nicht sehr verbreitet, aber unter Klarträumern ist es eben verbreitet. Aus verschiedenen Gründen fördern bestimmte Techniken halt auch, dass sowas eintritt. Es ist dann aber, weil man sich ja, vor allem wenn man es darauf abgezielt hat und bewusst das herbeigeführt hat, ist das halt bei weitem nicht so ein negatives Erlebnis wie für jemand, der noch nie davon gehört hat, aufwacht und sich nicht mehr bewegen kann, in Panik gerät und dann auch noch irgendwelche Wesen im Zimmer sieht und ein Drücken auf der Brust spürt. Das wird natürlich eine Horrorgeschichte, weil die negativen Assoziationen dann eben noch negativere Halluzinationen hervorrufen. Aber wenn man weiß, ja, worum es da geht und dass es ungefährlich ist, dann ist das einfach keine negative Erfahrung. Ja, das ist im Prinzip mit Psychedelika auch so. Also wenn man sich bewusst ist, dass das also eine Halluzination ist, dann ist das nicht verstörend oder so. Selbst wenn man jetzt irgendwie völlig komische Sachen sieht oder so, man weiß dann, okay, ich halluziniere. Ja. Ob das jetzt daran liegt, dass man lucid träumt oder dass man halt Pilze gefuttert hat, ist halt dann in dem Fall ist wahrscheinlich vergleichbar. Ja. So viel zur Schlafparalyse. Ist wohl wirklich die am meisten, die das Bedenken, das ich am meisten gelesen habe. Deswegen dazu die ausführliche Antwort. Manche haben das Bedenken, dass man Trauminhalte verdrängen könnte, dadurch, dass man selbst bestimmt, was im Traum passiert, und dadurch vielleicht unbewusste Problembewältigung unterdrücken könnte. Das ist eine Ansicht, die unter Freuds Anhängern zum Beispiel recht verbreitet ist, oder unter Küchenpsychologen, die denken, dass das ist doch irgendwie einleuchtend, dass Träume müssen noch einen Zweck haben und was Freud da erzählt hat, klingt doch irgendwie einleuchtend. Aber es gibt einfach keinen Nachweis, dass Träume wirklich diese Funktion haben. Und davon abgesehen ist es halt, wie gesagt, auch sind es realistisch gesehen eher wenige Minuten oder eine oder zwei Stunden in der Woche, die man von seinen vielen, vielen Stunden Schlaf klar verbringt. Und selbst wenn es dieses Problem geben würde, was ich nicht glaube, dann kann das nicht groß sein, weil deutlich schlimmer wäre es, wenn man jeden Tag, wenn man regelmäßig eine halbe Stunde früher aufwacht und dadurch gar keinen Schlaf hat in dieser halben Stunde. Das hätte wahrscheinlich schlimmere Auswirkungen. Und wie schlimm die sind, kann man selber abschätzen, aus Erfahrung vielleicht. Noch seltener ist, aber der Vollständigkeit halber, wieder das Bedenken, dass man Angewohnheiten, die man sich im Klartraum angeeignet hat, also zum Beispiel, wenn man jemanden ignoriert, dann existiert er nicht, oder Magie zur Problemlösung, dass man sich solche Angewohnheiten halt auch ins Wachleben mitnimmt. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man jetzt versucht, mit Magie irgendwas im Wachen zu tun. Solange man klar denken kann, wird das natürlich nicht, wird man davon nicht ausgehen, dass das klappt. Aber es könnte sich unbewusst so die Denkweise ins Wachleben einschleichen, ist das Bedenken. Habe ich jetzt auch noch nicht in der Realität gesehen, dass sich Leute so entwickelt hätten.
Aber ja, kann man ja darauf achten, wenn man auch im Traum immer nett mit Leuten umgeht, was viele empfehlen, dann weil es einfach angenehmer ist und die Leute sich dann, die Traumcharaktere sich auch nicht so gegen einstellen. Zumindest haben einige das Problem. Und wenn man nett mit ihnen umgeht, dann sind sie auch selber nett. Das ist wohl auch so die Erfahrung aus dem Wachleben, bei den meisten zumindest. Ja, ist halt so. Dann, dann wäre das halt auch kein Problem. Aber wie gesagt, das ist auch eher ein theoretisches Problem oder Bedenken. Ja, interessanterweise, also direkt dazu quasi gibt es vor kurzem nach Cory Doctorow einen Artikel darüber geschrieben, wie er denkt, dass Charaktere halt quasi funktionieren, also fiktive Charaktere quasi funktionieren, der sagt halt quasi, dass wir im Gehirn einen Simulator für andere Menschen haben und deswegen können wir, also wo wir halt mit unseren Erfahrungen simulieren, wie ein Mensch reagieren würde, dass uns deswegen auch fiktive Charaktere vorstellen können. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein ähnliches, also das könnte ich mir vorstellen, ist der gleiche Mechanismus in einem Traum. Also es gibt da sehr viele, sehr weitreichende Theorien. Also jetzt mal abseits der wissenschaftlichen Theorien, es gibt gar nicht so wenige Leute, die davon ausgehen, dass Traumcharaktere oder Menschen, die man in Träumen sieht, tatsächlich Personen sind, die anderswo leben, in einer anderen Welt oder auf der Astralebene oder andere Träume oder irgendwas. Es gibt viele Leute, die davon ausgehen oder zumindest... oder zumindest empfehlen, sich so zu verhalten, als könnte es sein, weil man weiß es ja nicht. Aber auch also aus wissenschaftlicher Sicht gibt es viele, viele unterschiedliche Theorien, wie das jetzt im Gehirn genau funktioniert, dass es halt so wahnsinnig überzeugende, anscheinend getrennte Persönlichkeiten im Traum entstehen können, weil man kann denen wirklich Fragen stellen und die geben einem Antworten, auf die wäre man selber nicht gekommen, was keinen Sinn ergibt, weil man selbst drauf gekommen ist offensichtlich. Aber das, ja, es ist schon beeindruckend teilweise, was man wie man mit Traumcharakteren in der Interaktion überrascht werden kann, obwohl man sich ja im Endeffekt dann selbst überrascht hat. Ich weiß nicht, wie korrekt das ist, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass du dir die Menschen, die du im Traum siehst, auch nicht ausdenkst, sondern dass du die irgendwie mal in der Stadt oder sonst irgendwo gesehen hast und dass man irgendwie wohl sich keine Gesichter neu einfallen lässt. Ja, das kommt aber, glaube ich, das fällt halt dann auseinander, quasi die Theorie, wenn du darüber nachdenkst, dass du dir ja nicht unbedingt Menschen vorstellen musst, sondern Bestandteile eher. Also es fällt den meisten Leuten wirklich schwer, sich was vorzustellen, was man noch nie gesehen hat. Egal jetzt, ob es ein Mensch ist mit Eigenschaften, die man noch nie gesehen hat. Man müsste sich schon ganz konkret irgendwas ausdenken. Und auch das basiert dann wieder auf Konzepten, die man kennt. Also, ja, das ist aber, weil unser Gehirn halt auf Diff-Basis funktioniert quasi. Wenn man sich jetzt einen Menschen mit eckigem Kopf vorstellen würde als Extrembeispiel, basiert das ja auch auf dem Gedanken irgendwie, okay, er ist nicht rund, dann ist er eckig. Das ist jetzt halt das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Das heißt, es basiert, alles, was einem da einfällt, basiert auf irgendwas, was man irgendwie schon kennt, in irgendeiner Form. Und wenn man das jetzt halt unbewusst sich irgendeine Person, die irgendwie aussieht, vorstellt, dann werden das wahrscheinlich zumindest in Einzelteilen Sachen sein, die man schon mal irgendwo gesehen hat oder sich schon mal vorgestellt hat oder sonst wie. Ob das jetzt wirklich alles in der Kombination nur Leute sind, die man schon mal irgendwo gesehen hat, kann ich nicht sagen, aber es wird gerne behauptet, ja. Weiß nicht genau, wo das herkommt. Vielleicht hat das einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber den kenne ich dann an der Stelle nicht. Ich kenne das von Fahndungsbildern, weil die funktionieren ja so, dass es quasi Normgesichter im Sinne von, das ist der Durchschnitt quasi von allen, sagen wir mal zum Beispiel kaukasischen Gesichtern, das ist halt so ein Normgesicht. Damit fangen diese Fahndungszeichen an und das funktioniert halt deswegen, weil unser Gedächtnis halt quasi auf einer Diff-Basis funktioniert. Wir merken uns nicht irgendwie, wie dein Gesicht aussieht, wie das von Cheetah aussieht und wie das von Natsuko aussieht, sondern wir haben halt irgendwie ein Gedächtnis, das hat so ein Normgesicht quasi von allem, was wir bisher gesehen haben und wir speichern quasi die Diffs darauf, wie andere Leute aussehen. Leuchtet ein, aber kann ich jetzt nichts Genaues zu sagen. Ich hoffe, das war jetzt laut genug fürs Mikro. Ich gehe mal davon aus. Ja, der letzte Punkt in der Liste wäre noch die Befürchtung, die Lust an der Realität zu verlieren, wenn man die Erfahrung macht, dass es im Klartraum noch alles viel geiler ist, man viel mehr machen kann, dass man süchtig danach wird. Solche Fälle gibt es wirklich, aber ich sehe eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass es häufiger ist als bei Computerspielen oder irgendwelchen Sportarten oder anderen Dingen. Also es wird immer Leute geben, die sich zu sehr in was reinsteigern. Ich habe jetzt
auch nur von 2 Fällen in den ganzen Jahren gelesen, denen es so ging. Oder vielleicht 3, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist also kein übliches Problem, nur ein gelegentlich geäußertes Bedenken. Wer noch sich intensiver damit beschäftigen will, ein Buch kann ich auf jeden Fall oder möchte ich empfehlen, Are You Dreaming von Daniel Love. Ist noch nicht so alt und beinhaltet deswegen halt auch im Gegensatz zu denen, die meistens empfohlen werden, viele Erfahrungen aus der Community aus den letzten Jahren und viele wissenschaftliche Forschung, die eben nach den, oder in den und nach den 90ern erst stattgefunden hat. Und das ist mittlerweile schon ein großer Unterschied zu den üblichen Standardwerken, sagt man vielleicht auch in dem Zusammenhang. Exploring the World of Lucid Dreaming von Stephen LaBerge ist wohl das am meisten empfohlene Buch zu dem Thema, aber halt auch Anfang der 90er, genauso wie Schöpferisch Träumen von Paul Tholey. Ist fast alles nicht falsch, was da drin steht, aber die Grundlagen ändern sich halt nicht. Aber ich finde, dass Daniel Love da sehr gute Arbeit geleistet hat, das dann mal was Aktuelleres aufzusetzen. Das ist auch nicht nur für Einsteiger interessant, aber auch für Einsteiger wird da vieles gut erklärt. Zu Webseiten, es gibt einen Haufen Webseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mir ist es relativ schwer gefallen, da eine oder ein paar rauszusuchen. Deswegen mal die erste genommen, die mir eingefallen ist, die ich für empfehlenswert halte. World of LucidDreaming.com, da stehen einige Techniken und Hintergründe und so. Das Plattform-Wiki habe ich drauf geschrieben, weil ich mir wünschen würde, dass da mehr Leute sich beteiligen. Es wird zurzeit quasi nur von 2 Leuten betreut, was nicht heißt, dass man nicht reinschauen sollte. Es sind schon viele Infos drin, aber es können natürlich immer noch besser werden. Und bilucid.de steht da, weil es meine Website ist und auch mit einem Podcast, weil damit es endlich mal einen deutschsprachigen Podcast über Klarträume gibt. Zu den Communities, klartraumforum.de ist die größte deutschsprachige. Da sind relativ viele sehr, sehr unterschiedliche Leute. Wie gesagt, die Hintergründe und die Herangehensweisen an das Thema sind sehr unterschiedlich. Man wird da also Leute finden, mit denen man, mit deren Denkweise und Philosophie man nicht übereinstimmt, egal wie man selber denkt. Ich glaube, wird jeder Leute finden, die anders drauf sind. Dreamviews.com ähnlich, aber sehr, sehr, sehr viel größer. Englischsprachige Community, mit Abstand die größte. Teilweise etwas komische Forenregeln, aber vielen gefällt es anscheinend. Und wer Reddit was abgewinnen kann, für den ist auch der Lucid Dreaming Subreddit zu empfehlen. Ansonsten meine E-Mail-Adresse steve@bilucid.de. Und zum Schluss habe ich mal noch ein paar Ideen aus der Ideendatenbank auf Bilucid rausgezogen, als Inspiration, was man im Klartraum tun könnte. Das lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen stehen, falls es noch Fragen gibt oder so. Könnt ihr die jetzt auch nochmal stellen. Aber ihr habt da schon schön zwischendurch gefragt. Keine Fragen.